Die Risiken einer Fackenlinse-Implantation, der ICL-Linse, sind sehr gering. Was kann dabei vorkommen? Natürlich kann man eine Entzündung-Infektion bekommen, was daraus resultieren kann, theoretisch Erblindung, Verlust des Auges, ist extrem selten, ist mir bis jetzt nicht bekannt, also ich habe es nicht gesehen, auch meine Kollegen weltweit haben das nicht beobachtet. Der Augendruck kann steigen, die Hornhaut kann schwellen, man kann vorzeitig einen grauen Star bekommen. In diesem Fall würde man die natürliche Linse wiederum entfernen und an dessen Stelle eine Kunstlinse implantieren. Man kann auch den Sehfehler nicht komplett auskorrigieren. Das heißt, es kann sein, dass ein kleiner Restsehfehler übrig bleibt. In diesem Fall würde man diesen Restsehfehler mit dem Augenlaser nachkorrigieren. Es kann sein, dass auch die implantierte Linse entweder zu groß oder zu klein ist. Und in diesem Fall würden wir dieses Implantat austauschen. Wir haben hier auch ein kleines Loch, das ist das sogenannte Aquaport. Das dient dazu, damit das Kammerwasser von hinten nach vorne frei zirkulieren kann. Und das kann zu einer leicht erhöhten Lichtempfindlichkeit führen, welche nach einigen Wochen bis Monaten natürlicherweise durch die sogenannte Neuroadaptation verschwindet. Wenn wir eine torische Linse implantieren, das heißt Linse, die auch eine Hornhautverkrümmung korrigiert, es kann sein, dass die Linse sich ein bisschen in der Achse verschiebt. Auch hier können wir diese Linse in den meisten Fällen wieder in die Ursprungsposition rotieren. Und falls das nicht erfolgreich sein sollte, kann man den kleinen Restsehfehler mit dem Augenlaser korrigieren. Das heißt, wie Sie sehen, das Spektrum der möglichen Komplikationen bei Implantation der ICL-Linse ist relativ gering und auch ziemlich einfach zu korrigieren. Ich sage ziemlich einfach in den meisten Fällen. Man muss aber auch bedenken, dass das Tragen von Kontaktlinsen auch ihre Risiken hat. Das Tragen von Kontaktlinsen kann auch zu Hornhautentzündungen führen und auch zu Hornhautvernarbungen. Und das wurde auch an zahlreichen Studien in der Literatur bestätigt.